Hallo ihr Lieben, heute lade ich euch dazu ein, euren inneren Heiler zum Leben zu erwecken. Ja, und das Wort Heiler meine ich natürlich in einem ganz großen, übergeordneten Sinn. Also es geht ganz allgemein um den Teil von uns, der intuitiv in der Lage ist zu spüren, in welche Richtung es in Heilung geht, in liebevolle Ordnung, in Ganzheitlichkeit, in Lösungen, die für uns alle gut sind. Heilung beschränkt sich meinem Gefühl nach nicht auf den Körper allein, sondern unser ganzes Leben als Mensch möchte ja heilen. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir das besonders stark spüren, wie viel da eigentlich darauf wartet, heilen zu dürfen. Die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu anderen Menschen, vielleicht sogar unsere eigene Arbeit, unser Beruf, die Beziehung dazu. So vieles wartet darauf zu heilen. Und das Schöne ist, dass jeder von uns einen Anteil hat, der dafür da ist, wirklich zu spüren, okay, in welche Richtung können wir jetzt gehen? Was ist der nächste heilsame Schritt für mich oder für diese Situation, für diese Beziehung? Und der Anteil, der ist in der Lage, die Impulse aufzunehmen und dann auch umzusetzen. Und es ist leider so, dass wir in einer Welt aufgewachsen sind, wo dieser Anteil ziemlich tief vergraben ist und wo wir von klein auf denken, oh, nur die Leute, die im weißen Kittel rumlaufen, können heilen oder oh, ich traue lieber nicht meine Intuition, ich höre lieber auf das, was in diesem Buch drin steht. Und wir distanzieren uns immer mehr von dieser ganz natürlichen, von diesem ganz natürlichen Vermögen im Grunde einfach wahrzunehmen, was ist heilsam und dem dann auch zu folgen. Und ich glaube, dass es für die heutige Zeit wichtig ist, dass mehr Menschen diesen inneren Heiler, diese innere Heilerin zu neuem Leben erwecken und dass wir diesen Anteil befreien von all den traumatischen Erfahrungen, die dieser Anteil vielleicht auch gemacht hat. Ja. Es ist lange her, dass Leute auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden für das Ausdrücken ihrer eigenen Kraft und Größe. Aber oftmals tragen wir die Erinnerung immer noch in uns. Und wenn wir uns hinstellen wollen und sagen wollen, ich glaube, es ist in die Richtung und das, ich glaube, das ist für mich richtig und das tut mir gut, dann haben wir manchmal Angst, eine tiefe Panik im Inneren, etwas falsch zu machen. Und da zeigt sich einfach die tiefe Wunde von unserem inneren Heiler, unserer inneren Heilerin, der darauf wartet, befreit zu werden und zu neuem Leben erweckt zu werden. Und wenn du Lust hast, wenn dich das anspricht, dann mach die kurze Übung mit. Es ist einfach eine innere Übung, wo wir uns mit dem Anteil verbinden in unserem Inneren und dem eine Portion Heilung schenken. Okay, mach's dir bequem. Für diese Übung ist es gut, wenn du einigermaßen aufrecht sitzt, kannst dich ruhig zurücklehnen, wenn du irgendwo auf dem Sofa sitzt oder es dir irgendwo anders gemütlich gemacht hast. Und achte darauf, dass deine Fußsohlen Kontakt haben mit dem Fußboden unter dir. Und wenn du möchtest, kannst du so wie ich deine Augen schließen und einfach erstmal für einen Moment den Atem fühlen, der weich fließt. Und ich finde es immer so schön, wenn ich anfange, auf meinen Atem zu achten. Einfach spüre, wie der Atem durch die Nase einströmt und durch die Nase auch wieder hinausfließt. Das ist so wohltuend, das wahrzunehmen. Genau. Jawohl, wunderbar. Sehr schön. Und wenn du magst, dann atme weich. Und lass dich mit jedem Atemzug ein kleines Stückchen tiefer in deinen Körper sinken, in dein Inneres.
Spür deine Schultern, deinen Bauch, deine Beine. Und lass dich präsent werden, da wo du jetzt bist. Und wenn wir nach innen schauen, in unser Inneres, dort leben die ganz vielen verschiedenen Facetten von uns. Unser inneres Kind, die innere Künstlerin, dein innerer Schriftsteller, all die wundervollen Facetten von dir. Der Anteil von dir, der gut rechnen kann oder der gerne spielt oder tanzt. Und bei diesen Anteilen in deinem Inneren, da gibt es auch deinen inneren Heiler, deine innere Heilerin. Und wenn du magst, dann atme weich und erlaube dir, ein Bild wahrzunehmen von dieser inneren Heilerin. Und erlaub dir einfach nach innen zu spüren, diesen Anteil wahrzunehmen und erst einmal ein Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich dieser Anteil für dich an? Was würdest du sagen, in welcher Stimmung ist dieser Anteil von dir? Fühlt sich dieser Anteil geliebt, geachtet, wertgeschätzt? Ist dieser Anteil präsent in seiner vollen Kraft und Größe oder ängstlich zurückgezogen? Fühlt sich dieser Anteil schuldig, schlecht, abgelehnt? Wie geht's diesem Anteil? Und erlaub dir weich zu atmen, an deinen inneren Heiler, deine innere Heilerin einfach nur wahrzunehmen. Und mit jedem weichen Atemzug ein Stückchen näher zu kommen. Und die meisten von uns werden sicherlich wahrnehmen, dass dieser innere Heiler eine ganze Menge alte Geschichte auf seinen Schultern trägt. Schmerzhafte Erinnerungen, Sachen aus der tiefen, dunklen Vergangenheit, die er noch trägt. Und was ich dich jetzt einladen möchte, ist weich zu atmen und zu spüren, dass diese dunkle, alte Geschichte langsam schmelzen darf. Ganz behutsam darf sie schmelzen und wir atmen einfach und stellen uns vor, dass diese alte Geschichte schmilzt, wie Eis, was in der Sonne zu tropfen und zu schmelzen beginnt. Und wir lassen diesen Berg von alter Energie, von Schmerz, von Trauer, von Schuld, von Verletzungen, all das lassen wir fließen, lassen wir abströmen nach unten in die Tiefe. Genau, sehr schön. Und dann kannst du vielleicht wahrnehmen, dass ein Teil von deinem inneren Heiler noch in der Vergangenheit hängt, noch vielleicht irgendwie im Mittelalter umherirrt oder in anderen Zeiten einfach noch so zurückgeblieben ist. Und dann atme weich und lass deinen Heiler, deine innere Heilerin ins Hier und Jetzt kommen. Dorthin, wo dein Körper ist, dorthin, wo dein Leben ist, da, wo wir heute sind. Genau. Und wenn du magst, zeig deinem inneren Heiler einen wunderschönen Platz in deinem Inneren, wo er sitzen darf oder sein darf. Vielleicht möchte der innere Heiler sogar ein ganzes Zimmer, Heilungsraum oder eine Kräuterecke oder was auch immer der Heiler möchte. Er darf diesen inneren Raum bekommen, seinen Ehrenplatz, wo es ihm gut geht. Genau. Und dann lade ich dich ein zu spüren, wie von oben deine Seele, ihre Kraft, ihre Liebe in diesen Anteil von dir einströmen lässt. Als ob von oben die Liebe, die Heilung, die Größe, die Würde in diesen Anteil einströmt. Und er wird immer mehr, wer er eigentlich ist. Genau, würdevoll, kraftvoll, weise, wissend, ganz intuitiv,
ganz lebendig und ausdrucksvoll und vielleicht sogar einer der Heiler, die gerne in dieser Welt einen Beitrag leisten wollen, die was einbringen, die was anderen was beibringen, die neue Brücken bauen, die die Welt ein klein wenig heilen. Jawohl, sehr schön. Und vielleicht magst du deinen inneren Heiler zum Abschied umarmen und einfach spüren, Herz an Herz, in dieser Umarmung, wie schön es ist, diesen Teil von dir wieder zu fühlen und zu merken, wie viel Liebe da ist und wie viel Weisheit und wie viel Kraft und Tiefe. Jawohl, wunderbar, sehr schön. Und dann lass deinen inneren Heiler wissen, dass du ihn einlädst, aktiv zu werden, sich mitzuteilen. Und vielleicht gibt es ja irgendeine Botschaft, die er für dich hat, die du mitnehmen kannst in deinen heutigen Tag. Jawohl, und dann lass dich zurückkehren. Spür deinen Körper, spür die Füße auf dem Boden, spür deine Arme und Hände, reck dich und streck dich und lass dich wieder ganz ankommen, ganz im Hier und Jetzt landen. Ja, dann hoffe ich, dir hat das Video gefallen, die kleine Übung. Vielleicht merkst du, dein Heiler ist präsenter geworden. Wie immer freue ich mich, wenn du das Video auf YouTube siehst, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Und ich lasse dir auch noch einen Link in der Information unter dem Video für die Ausbildung, die dieses Jahr im Frühjahr stattfindet, wo ich dich dazu einlade, diesen inneren Heiler tatsächlich auch zu heilen und als Coach oder als derjenige, der andere Menschen begleitet, wirklich in deine Kraft zu kommen. Und darauf freue ich mich. Alle Infos findest du unter dem Video. Bis dann!